Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Digimon Story Cyber Sleuth. Im letzten Part ist es uns gelungen, unseren Körper endlich wieder heile zu machen. Danach sind wir in die reale Welt zurückgekehrt und haben einiges über das Eden-Syndrom erfahren. Und dementsprechend sind wir jetzt zusammen mit Kyoko im Zentralkrankenhaus, um Infos zu sammeln. Generell storytechnisch, es gibt ja einiges, was quasi, ja, noch ein bisschen unklar ist, sag ich mal. Was ist mit Arata und Nokia passiert? Die haben wir jetzt ja schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Was ist mit unserem Körper eigentlich passiert? Was ist mit dem Eden-Syndrom? Was ist mit dem seltsamen Mädchen, was wir hier im letzten Part getroffen haben? Also es ist irgendwie alles noch so ein bisschen mysteriös, wie das alles abläuft und zusammenhängt. Aber gut, wir sind Detektivin oder zumindest Assistentin einer Detektivin. Da ist es wahrscheinlich normal, dass nicht alles direkt geklärt wird, sondern wir nach und nach alles selbst herausfinden müssen. Aber gut, lass mich nochmal kurz auf die Karte gucken. Da ist die Rezeption. Hier komme ich nicht weiter. Also ich muss sagen, die digitale Welt haben sie ja schon echt schön dargestellt. Aber gleichzeitig die reale Welt noch so, ich sag mal, realistisch darzustellen. Ich weiß nicht, hier mit dem Sicherungskasten zum Beispiel und mit den Spiegelungen auf dem Boden, Rezeption, das sieht alles so unglaublich echt aus, finde ich. Fangen wir bei der Rezeption an. Wenn du ein Anliegen hast, dann melde dich bitte an und warte am Rezeptionstresen. Ich glaube, die werden mir nicht einfach so Infos über die Spezialstation geben. Mit dir kann ich gar nicht reden, mit dir aber. Tut mir leid, ich bin gerade sehr beschäftigt. Wir haben gerade nicht viele Ärzte und Krankenschwestern hier. Ja gut, wenn sie Personalmangel haben, kann ich das verstehen, aber wir brauchen doch Infos. Du möchtest etwas über die Spezialstation wissen? Tut mir leid, ich darf dir nichts sagen. Natürlich nicht. Achso, ich könnte sogar den Aufzug benutzen. Okay, aber ich möchte mich eigentlich erst hier unten so ein bisschen umschauen. Und gucken, ob wir da noch so ein paar Infos sammeln können. Du bist krank. Okay, behalt deine Bazillen bitte für dich. Was ist mit euch? Ein wunderbares Krankenhaus. Naja, mit Sicherheit. Ich meine, wenn sie die Eden-Patienten hier behandeln, gehe ich mal davon aus, dass sie schon einiges drauf haben. Okay. Aber es ist trotzdem alles so ein bisschen mysteriös, wie das verschleiert wird. Optimistisches Mädchen. Du möchtest also die dunklen Seiten der Spezialstation kennen. Ah, du hast einige Infos. Es gibt eine isolierte Station, wo noch nicht mal die Familienmitglieder hin können. Da haben wir ja auch schon was von gehört. Das hatte ja der Oberdetektiv, sag ich mal, auch schon erwähnt, dass es scheinbar auch Bereiche gibt, wo noch nicht mal die Familienangehörigen hin können. Was natürlich ziemlich verdächtig ist. Wer weiß, was sie dort mit den Patienten machen. Mit dir kann ich auch nicht reden. Na gut, mit dir auch nicht. Okay. Was ist mit euch? Manchmal sieht man Leute Richtung Spezialstation via Fahrstuhl aufbrechen. Ich frage mich, ob das Familienmitglieder sind. Ich fühle mich schlecht für sie. Oder ich habe Mitleid mit ihnen. Ja, ich meine, wir haben ja gehört, die Leute verlieren einfach ihr Bewusstsein und wachen nicht mehr auf. Was es damit auf sich hat, wissen wir nicht. Also, das ist schon alles so ein bisschen verdächtig. General Ward auf der 12. Etage. Ja gut, da will ich ja nicht mal unbedingt hin. Hatte ich mit dir schon gesprochen? Du willst aber auch gar nicht mit mir reden. Na gut. Dann muss ich vermutlich nach oben. Aber ich finde wirklich, ich weiß nicht, dass so, ich sag mal, Fantasy-Welten wie das Cyberspace richtig schön gemacht sind. Okay, aber dass sie die reale Welt wirklich auch so, ich sag mal, detailgetreu gemacht haben. Ich meine, klar, es ist jetzt nicht alles super, super scharf und realistisch. Aber, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel vorstehe, ich kann natürlich nicht alles erkennen, aber ich finde es trotzdem echt schön gemacht. Also man fühlt sich wirklich wie in einem echten Krankenhaus. Das muss ich ihnen lassen. Damit könnte ich jetzt nach Eden oder ins Digilab. Ich glaube, da habe ich jetzt mal nichts zu tun. Fahrstuhl rechts oder Fahrstuhl links? Je nachdem, welcher zuerst kommt. Ah, da ist die Spezialstation. Ich gehe erstmal auf die allgemeine Station. Weil ich denke, die Spezialstation möchte ich ja zum Schluss ansteuern. Also ich muss sagen, ich finde das echt ganz spannend. Diese Kombination aus,
ich sag mal, realer Welt und digitaler Welt. Okay. Kann ich mit dir? Nein. Dann so ein bisschen kämpfen zwischendurch, RPG-mäßig mit den Digimon, Digimon aufziehen, digitieren lassen und so weiter. Dann die Story rund ums Cyberspace und ich sag mal die Story, die sich dann auch wieder in der realen Welt abspielt, wo wir einfach so ein bisschen, ohne, sag ich mal, in Kämpfe reinzulaufen, einfach mit den Leuten reden müssen und Hinweise sammeln müssen. Also alles zusammen finde ich echt eine schöne Kombination. So, 12. Etage, die, ich sag mal, allgemeine Station. Wahrscheinlich für die normalen Beschwerden. Gut, dass ich da nicht einfach reinlaufen kann, habe ich mir schon fast gedacht. Hier komme ich auch nicht weiter. Habt ihr noch irgendwelche Infos für mich? Nein, ihr interessiert euch einfach gar nicht für mich. Mrs. Sasaki. Bin gespannt, ob es jetzt einfach random war oder ob der Name noch wichtig wird. Unsichtbare Wände sind uncool. Aber ich finde es eigentlich ganz interessant, dass man so ein bisschen reingucken kann. Auch hier, Desinfektionsmittel, Rollstühle, die Beschriftungen sind sogar richtig. Hier ist 106, hier ist 100, 106? Moment, 1206, 1208. Du siehst irgendwie verdächtig aus. Granddaddy's Boy. Opa sieht so aus, als würde er tief schlafen. Ich frage mich, ob er morgen aufwachen wird. Ich hoffe es für dich. Ich hoffe es wirklich. Ah, mit dir kann ich auch noch reden. Papa, ich habe gehört, wenn du in diese Klinik kommst, dann kannst du nie wieder gehen. Stimmt das? Ich will wieder gesund werden und zurück in die Schule. No. Es ist nur ein Gerücht über die Spezialstation. Du wirst wieder gesund werden und zurück in die Schule gehen. Das ist doch schön. Andererseits, wenn das die Spezialstation betrifft, dass du da vermutlich nicht wieder wegkommst. Bist du hier, um jemanden zu besuchen? Ich bin hier, um meinen Papa zu besuchen. Ihr wollt nicht reden. Na gut, wir müssen hier auch nicht mit jedem reden. Und ich nehme mal an... Ah, da kann ich aber rein. Oh. Was? Kunemon-Medaille. Ich kann natürlich einfach in irgendwelche Zimmer reinlaufen. Sie sehen aber irgendwie sehr spartanisch aus. Ich meine, Krankenhaus, ne? Okay. Ich meine, das ist natürlich, ich denke, oftmals optional, beziehungsweise teilweise sieht man auch, dass es optional ist. Ich meine, wir sollten ja auf die Spezialstation. Ich meine, hätte es sein können, dass wir hier noch Schlüsselwörter bekommen hätten, aber prinzipiell war das schon eher optional. Aber ich möchte einfach so viel wie möglich mitnehmen. Bin ich mal gespannt. Okay. Die Spezialstation. Den ganzen Eden-Patienten. Okay. Ist das irgendwie der abgesperrte Bereich eventuell? Das ist die Spezialstation. Wenn du nicht zur Familie oder zum Personal des Krankenhauses gehörst, darfst du hier nicht durch. Ich bin es. Wir können den Fahrstuhl nehmen, um auf die Spezialstation zu gelangen, aber ohne Erlaubnis kommen wir nicht in die Räume rein. Es versteht sich von selbst, dass wir keine Genehmigung haben. Was nun? Wir schalten die beiden Wachen einfach aus und hacken uns rein. Sowas nennt man einen Frontalangriff, aber es braucht Zeit, das Ganze vorzubereiten und das Risiko ist hoch. Wir sollten uns nicht auf den Frontalangriff verlassen. Wir vertrauen unseren Fähigkeiten, unserer Trumpfkarte. Das Terminal in der Krankenschwesterstation sollte mit dem Netzwerk des Krankenhauses verbunden sein. Ich muss es nicht für dich buchstabieren, oder? Ja, gut. Hast du noch was zu sagen? Du sagst das Gleiche, okay. Na gut. Die Sache ist, wo ist jetzt dieses Terminal? Hier in der Lobby ist das hier. Hm.
gerade nicht ganz den Durchblick, wo ich denn hin möchte, ehrlich gesagt. Wenn sie sagte ja, das Terminal ist irgendwie mit dem Netzwerk des Krankenhauses verbunden. Aber sie sagte ja, das Terminal bei den Krankenschwestern. Ich weiß nur nicht genau, wo das denn jetzt ist. Ah, vermutlich dort, okay. Connect Jump ist unsere Spezialfähigkeit. Und ich kann diese Fähigkeit bei sogenannten Connectors benutzen. Und ich kann mit dem X-Button rein und dann kann ich wieder durch die Gegend fliegen. Alles klar. Das ist ja mehr als eindeutig. Ja, ich bin mir sicher. Das sieht bestimmt gar nicht auffällig aus oder so. Diese Musik, ne? Dim, 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 dim. Wir fliegen! Oh, ich bin irgendwie so ein bisschen stecken geblieben an der Ecke. Wenn man das Ecke nennen kann. Ach ja, wir haben unsere ganzen Baby-Pokémon jetzt auch da. Pokémon? Moment, unsere ganzen Baby-Digimon dabei. Oh, daneben. Terriermann, verteidige dich mal. Möchte mal die anderen Angriffe sehen. So. Ja, macht Schaden. Süß. Und sofort Level-Ups. Sehr gut. Ich frage mich gerade, leveln die auf der Ersatzbank mit? Da habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet. Ich komme da aber irgendwie nicht weg. Na gut. Nein, nicht ausloggen. Ich wollte nur die Kurve ein bisschen eleganter nehmen. Also es ist schon ganz lustig, hier durchzufliegen. Es sieht halt episch aus. Mortimon! Und es macht irgendwie schon ein bisschen Spaß. So, dann kannst du jetzt doch mal... Ach nee, es war schon wieder Terriamon. Nein, ich wollte die anderen haben. Du hast auch die Seifenblasen. Okay, machen wir doch mal. Ja. Und du kannst mal normal angreifen. Sieht schon süß aus. Zack. Möchte ja so... Ah, okay, die leveln tatsächlich mit. Das ist praktisch. Ich möchte ja einfach so ein bisschen die verschiedenen Digimon und ihre Angriffe mal ausprobieren. Sehr gut. Das ist praktisch. Aber ich könnte vielleicht mal... Ach, ich kann Terriamon gar nicht rausnehmen. Sehe ich das richtig? Moment. Ach doch, ich habe nur irgendwie falsch gedrückt. Weil Terriamon hat ja schon Level 8. Und wir haben jetzt ja schon so lange mit ihm gekämpft. Nehmen wir mal die anderen drei mit. Warum nicht? Können die auch mal ein paar Kämpfe machen. Ich meine, wenn sie eh alle leveln, ist es so gesehen egal, aber huch, trotzdem. Es ist manchmal echt etwas schwierig zu lenken. Oh, wie der mich gecrittet hat, der Sack. Wolkenabhalm. Okay, mal ausprobieren. Okay. Und du hattest die Seifenblasen. Yay, der Ausgleich. Es sind ja schon so süße kleine Blobs, könnte man sagen. Pokémon Scan Complete, aber... Ich habe doch ein Pokémon in meinem Team. Kann ich die jetzt quasi, wenn ich sie einmal im Team habe, nochmal scannen? Mehr oder minder? So. Da dürften wir richtig sein. Ja, bitte. Du hast es ohne Zwischenfälle hierher geschafft. So hatte ich das erwartet. Legen wir los. Sammel die Daten aus dem hinteren Raum und behalte die Patienten im Auge. Ja gut, aber wir wollen die Daten ja unbedingt haben. Überlass das nur mir. Yep, ich überlasse es dir, meiner Assistentin.
Ich meine, für sie ist es mit Sicherheit auch praktisch, dass wir diese Fähigkeit haben. Huch. Moment. Das kann nicht sein. Bin ich das? Ist das mein Körper? Das ist irgendwie schockierend, aber ich habe irgendwie nicht damit gerechnet, meinen eigenen Körper in so einem guten Zustand zu sehen. Ich sollte glücklich sein, vermute ich. Aber wenn ich hier auf dieser isolierten Station festgehalten werde, dann habe ich vermutlich das Eden-Syndrom. Oha. Da, auf der Seite? Ist zumindest die gleiche Haarfarbe und das ist hart. Ich meine, unsere Seele hat es ja quasi heil rausgeschafft. Unser Körper ist ja, ich sag mal, notdürftig zusammengeflickt. Das ist nicht das, was ich gerne sehen wollte. Da kann ich nicht rein. Da auch nicht. Wenn ich jetzt gehe, werde ich von der Security wieder eingefangen. Ich muss die Daten aus dem Kontrollraum bekommen. Ich weiß nicht, also ich meine, klar, uns war ja auch klar, dass unser Körper noch irgendwo so ist. Aber den jetzt hier wirklich so mit eigenen Augen zu sehen, quasi irgendwo außerhalb des eigenen Körpers zu stehen, das würde mich auch ziemlich schockieren. So, da wären wir. Ist hier sonst noch irgendwas außer dieser eine PC? Haben die große Monitore, meine Güte. So, Datei 1. Eden-Syndrom. Eine mysteriöse Krankheit, bei der Menschen plötzlich ins Koma fallen, während sie mit Eden verbunden sind. Ursprünglich war dies die Bezeichnung für permanentes Erbrechen und andere Symptome, was häufig bei denen auftritt, die es nicht gewohnt sind, Zeit in der Digi-Welt zu verbringen. Aber nun beschreibt das Eden-Syndrom das Leiden unter dem unerklärlichen Verlust des Bewusstseins, während man mit Eden verbunden ist. Nach längerer Zeit im Koma wird der Körper schwächer und anfälliger für Komplikationen. Im schlimmsten Fall stirbt man daran. Behandlungen des Eden-Syndroms. Es wurde keine effektive Behandlung des Eden-Syndroms gefunden. Ursachen und Behandlung dieser unerklärlichen Krankheit werden weiter erforscht. Verbindung zu Kamichiro Enterprises. Eden ist ein groß angelegter digitaler Raum. Da es stark mit den staatlichen Behörden verbunden ist, expandieren Edens Geschäftsbereiche sehr schnell. Sofortige Verbesserungen und Nutzertraining müssen zur Verfügung gestellt werden, um Nutzer vor langen Login-Zeiten zu warnen. Außerdem nutzt Edens Interface Kamichiro Enterprises firmeneigene Technologie, was das zukünftige Teilen von Forschungsergebnissen problematisch macht. Interessant. Warum bist du hier? Der einzige Eingang sollte eigentlich bewacht werden. Wie bist du hier reingekommen? Hast du den Wachen etwas angetan? Wer bist du überhaupt? Wer bist du? Bist du ein Verwandter eines Patienten? Gehörst du zu Kamichiro? Fragen wir erstmal, wer sie ist. Beantworte eine Frage nicht mit einer Frage. Antworte mir. Ja, ich bin nur die Assistentin eines Detektivs. Warte, ist Kurumi... So,
Ich verstehe. Nun, was auch immer. Ihr seid gekommen, um das Eden-Syndrom zu untersuchen, richtig? Gibt es etwas, was du fragen möchtest? Ich werde deine Fragen beantworten. Versteh mich nicht falsch. Ich versuche nur, meinen eigenen Namen reinzuwaschen. Ich schulde Kamishiro etwas. Also wenn du Fragen hast, kann ich sie beantworten, denke ich. Was soll ich nur fragen? Gibt es eine Heilung für das Eden-Syndrom? Fragen wir mal das Erste. Ich habe noch nie davon gehört, dass sich jemals jemand davon erholt hat. Jemand, den ich kenne, schläft nun seit 8 Jahren. Ich bin mir sicher, es geht ihm gut. Eines Tages wird er aufwachen. Das Einzige, was ich aktuell tun kann, ist warten. Was passiert? Nun ja, wie du sehen kannst, fallen alle Patienten mit dem Eden-Syndrom ins Koma. Ich habe noch nie von anderen Symptomen gehört. Kennst du jemanden, der andere gezeigt hat? Wer ist dieser Patient? Dieser Patient hier. Sie wurden erst vor einigen Tagen hierher gebracht. Machst du dir Sorgen um sie? Ihr beiden seht genau gleich aus. Hast du eventuell einen Zwilling? Verstehe. Dann ist das bloß eine zufällige Ähnlichkeit. Es gibt Gerüchte, dass Kamishiro damit zu tun hat. Das ist ein Missverständnis, ein Fehler. Kamishiro möchte auch ein Heilmittel für das Eden-Syndrom finden. Deswegen haben sie diese Spezialstation eingerichtet. Hier arbeiten Spezialisten rund um die Uhr auf der Suche nach einem Heilmittel. Es ist lächerlich, dass irgendwer durch ihn leiden muss. Ich muss etwas tun. Entschuldigung, dass ich so eine wichtige Konversation unterbreche, aber ich habe einen ungebetenen Gast. Was zur Hölle war das für eine Stimme? Hallo, ihr Wachen. Danke, dass ihr so hart arbeitet. Oh. Lia-san,
Miss Ri, wir erwarten euch heute gar nicht. Diese prallen Brustmuskeln, da werde ich ganz nervös. Oh, ich kann nicht widerstehen. Pieks, pieks, pieks. Miss Kishibe, ich bin im Dienst. Oh, so hart. Ri Kishibe, macht sie hinter den Kulissen die Runde? Ich frage mich, was eine Kamishiro-Größe hier tut. Wir haben die Informationen, die wir brauchten. Nun verschwinde von hier. Kein Grund, länger hier zu bleiben. Oh, ich habe auch einen Besucher. Treff mich in der Lobby. Versteck dich, schnell! Meine liebste Yuko, es geht dir gut, oder? Diese Frau ist mir nicht geheuer. Sie ist seltsam und gruselig. Und ich möchte nicht mit ihr reden. Ich möchte hier ganz gerne weg. Miss Ri, was ist heute passiert? Euer Name steht nicht auf der Besucherliste für heute. Oh, nein, mein Name steht nicht auf der Liste. Vielleicht hatte ich auch nur ganz plötzlich Verlangen, meinen Liebling zu sehen, Yuko. Macht euch Sorgen, dass ich hier ganz alleine bin? Nein, mein Riesin hat sich gemeldet. Und ich musste schauen, ob du wieder niedergeschlagen bist. Ich wusste, es ist ja alles so schrecklich. Ja, du bist schrecklich. Nicht wirklich. Oh, sieh dich nur an. Benimmst dich so stark. Aber ich weiß alles darüber. By the way, was tust du hier? Nichts Besonderes. Ein Picknick, oder was? Ja, ich meine, nein, es ist... Ja, meine liebste Yuko, was ist los? Ist vielleicht noch jemand hier? Vielleicht dein Freund? Nein, nichts dergleichen. Oh, vielleicht eine Freundin? Soll ich mal etwas umsehen?
ゃなくて、あやしい。Tut hier etwas Skandalöses in diesen Räumen? Oh! Ha. Hola! Kanne ste dete irasshai. Yuko-chan Glover-san. Ich habe alles herausgefunden. Du kannst nun rauskommen, Yukos neue Eroberung. Mein Name ist Ri und ich bin Yukos Beschützerin. Händchen halten und knutschen? Langsam aber sicher werden sie erwachsen. Sie ist verdammt seltsam. Na verdammt, hier ist niemand. Aber liebste Yuko, es spielt keine Rolle. Du kannst ein oder zwei Freunde hierher bringen. Oder auch 3 Dutzend von ihm, wenn du möchtest. Naja, als ich in deinem Alter war. Also dann, lass uns schauen, wie es ihm geht. Glaubst du nicht, er wäre glücklich, uns beide zu sehen? Hi. Bestimmt. Wo sind sie? Ah, da bin ich auch schon wieder. Kann ich? Ja, ich kann ins Menü. Perfekt. Weil der Part ist doch schon wieder ziemlich lang. Aber bei solchen Gesprächen einfach zu unterbrechen, ist irgendwie ein bisschen doof. Wir haben auf jeden Fall einiges über das Eden-Syndrom herausgefunden. Und naja, diese Ri ist mir irgendwie nicht geheuer. Ich weiß nicht, sie ist sehr seltsam, aber ich lasse mich mal überraschen, wie das noch so weitergeht. Ich würde auf jeden Fall sagen, das war's für heute mit Let's Play Digimon Story Cyber Sleuth. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.